mein hübsches klar. Ah, die Damenkleid, ja, war auch schon mal. So. Na dann, ne, Laterne steht im Weg, da können wir uns natürlich durchquetschen. Sind wir viel zu breit dafür. Ja, speichern wir nochmal. Und würde ich sagen. So, dieses andere Städtchen. Hier ist es wahrscheinlich, ne? Hörlim, bin ich ja richtig? Es gab doch zwei, ja, untersuche Hörlim. Ja doch, hier rein. So. Haha, verschwinden Sie lieber schnell wieder aus unserem verfluchten Dorf, solange Sie noch können, mein Junge. Wieso verflucht? Ja, na, wie will man sie sonst, sich sonst erklären, dass hier nichts mehr wächst und so viele sterben? Das war schließlich nicht immer so. Der Teufel muss dran schuld sein. Lange Zeit haben wir hier gut gelebt, hatten genug zu essen und unsere eigene Ernte. Jetzt bringt der Boden nichts mehr vor. Er ist trocken und tot. Genau wie viele von uns und ich auch bald. Verstehe. Sagen Sie, haben Sie vor kurzem jemanden Fremden gesehen, eine junge Frau? Nein, mein Junge, tut mir leid, aber wer sollte hier auch freiwillig hinkommen? Warum sind Sie überhaupt hier? Sind Sie wahnsinnig? Gehen Sie schnell! Weil ich jemanden suche, der aus meinem Dorf vermisst wird. Na, es tut mir leid, aber hier ist sie mir so bestimmt nicht, also weg! Ja, sieht leider so aus. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Na, danke, das wünsche ich dir auch, mein Junge. So, wieder ein paar schöne Grabsprüche hier. Nee. Ach, schade. Kann ich die Blume da klauen? Scheinbar nicht. Im Brunnen vielleicht ein bisschen Geld, was wir rausschöpfen können. So. Oh, es sieht alles wirklich sehr demoliert aus. Ach du Scheiße. Tja. Also die Menschen scheinen sehr glücklich zu sein, ne? Scheinbar wirklich verflucht. Tja, ja. Gut, dass ich mich selbst ernähren kann. Gibt's nicht überall. Das muss man genießen. Er gibt ja einen schlimmeren Hannes ab als ich. Findest du? Ich fühle mich zufrieden mit meinem Hannes hier. Verzeihen Sie bitte. Ja, was gibt's? Haben Sie zufällig eine junge Frau namens Jessica gesehen? Sie hat lange braune Haare und trägt meistens ein blaues Kleid. Nein, tut mir leid. Ist sie Ihre Freundin? Ja, ist sie. Ja, ist ja gut, dass sie jemanden hat, der sie sucht. Ist etwas nicht in Ordnung? Nein, ist so. Ich suche selbst jemanden, meine Tochter. Sie ist seit gestern schon wie vom Erdboden verschluckt. Ich weiß nicht, wo sie hinlaufen ist. Wo haben Sie denn schon überall nach ihr gesucht? Ja, hier vor der Haustür und dann bin ich wieder reingegangen, das war's. Hier im Dorf, ich habe auch alle Nachbarn gefragt, aber keiner hat sie gesehen. Das ist zum verrückt werden. Warum suchen Sie denn nicht außerhalb des Dorfes weiter? Das würde ich, aber mir fehlt dazu die Kraft. Ich habe seit 3 Tagen nichts mehr gegessen und nichts mehr im Haus. Alles, was ich habe ich Emily gegeben. Ich habe kein Geld, um mir etwas zu essen zu kaufen. Dankeschön, Sulf, das weiß ich zu schätzen. Ich suche ihre Tochter, ich hoffe, sie wird bald zurückkommen. Kümmern Sie sich um ihren eigenen Dreck. Nein, ich suche ihre Tochter, ich könnte nicht. Wirklich, das ist so gütig von Ihnen. Vielen, vielen Dank. So, das haben wir. Mensch, wir kriegen ja richtig viele Quests hier, ne? So, Hauptquest, so den Nebenquest machen wir ja sowieso. Ne? Um Jessica zu finden, willst du die Hilfe der Wahrsagerin aus Darnen in Anspruch nehmen, damit sie dir hilft? Sollst du ihr allerdings 3 sonderbare Dinge besorgen? Laut ihrer Aussage findest du sie im nördlichen Wald und in der südlichen Höhle. Ziele bringe 7 Krötenwarzen, 2 Giftchen und 3 Fledermaushöhlen. Verschwundenes Kind. Das Kind von einer Frau aus Hörlim ist verschwunden. Hilfe es zu finden. So, die Umgebung von Hörlim nach dem kleinen Mädchen ab. Können wir mal machen, wir sind schon mal in der Nähe. Aber erstmal werden wir die ausrauben hier. Schade. Nichts, was wir mitnehmen können. Keine Besitztümer. Keine Casino-Chips, warum auch immer die hier sein sollten. Nett. Naja. So ist er halt, der Hannes, ne? Ich muss doch irgendwie meine Casino- oder meine Spielsucht befriedigen. Leute, die nichts haben, noch ausrauben. Geschwächt, Mann. Oh, haben Sie zufällig etwas zu essen für mich? Bei sich! Nein, tut mir leid, aber haben Sie zufällig eine Freundin von mir gesehen? Ihr Name ist Jessica und... Oh, wer sollte denn freiwillig herkommen? Hier wächst nichts mehr. Viele sind bereits verstorben oder in andere Städte und Dörfer gezogen. Und wir haben nur noch eine einzige Kuh. Ja, immerhin habt ihr dann noch was zu essen, ne? Also, für den Notfall. Warum leben hier dann überhaupt noch Leute? Also ich meine, warum ziehen sie hier und die anderen nicht einfach woanders hin? Weil wir uns das nicht leisten können. Diejenigen, die weggezogen sind, hatten entweder woanders Verwandte, die sie aufnahmen, oder andere schon
etwas angespart, sodass es gerade so für einen Neuanfang gereicht hat. Aber wir übrigen hier können das nicht. Wir können sonst nirgendwo hin. Ach, verstehe. Normalerweise könnte ich etwas jagen und erlegen, aber für alle hier etwas zu essen zu besorgen, das geht nicht. Aber ich hatte die letzten Male kein Glück. Inzwischen bin ich durch meinen Hunger so geschwächt, dass ich nicht mehr jagen kann. Das tut mir sehr leid für Sie. Also ihr könnt wirklich den Arschlochweg wählen, ne? Sie könntest du, die Katze stehen, die Kuh. Ja, könnte man machen, wahrscheinlich, nein. Ja, ich gehe natürlich fürs Jagen, wir sind ja nett, ne? Sie, haben Sie denn Erfahrung da drin? Ja, selbstverständlich, ich bin ein Jäger, ne? Dafür stehe ich mit meinem Namen, ne? So sehen Sie mir zwar nicht aus, aber wenn Sie etwas für unser kleines Dorf hier legen würden, wäre das natürlich großartig. Was hätten Sie denn gerne? Kann ich Ihnen irgendwas anbieten, irgendwelche kulinarischen Delikatessen? Ist mir egal, solange es genießbar und nicht giftig ist. Bringen Sie mir so circa 3 Tiere, ne? Unterschiedlicher Größe, also kann ich dir auch, sag ich mal, 3 kleine Kaninchen geben, statt 3 große Rehe. Oder gerne etwas mehr, damit wir uns alle mal wieder den Magen so richtig vollschlagen können. Andere verwertbare Dinge der Tiere können Sie gern behalten, also die ganzen Gedärme und so, das wollen wir nicht haben. Etwas anderes könnte ich Ihnen als Gegenleistung auch gar nicht anbieten, außer meinen Dank. Naja, das geht schon in Ordnung, ich besorge Ihnen was. Naja, solange du mir nicht Jessica anbieten kannst, dann... Ja, kannst du mir wirklich wahrscheinlich nichts Positives hier geben. Jäger und Diebe sind eben nicht weit voneinander entfernt, naja. Man weiß sich halt zu helfen, ne? Würde ich mal sagen. Oh, und ihn gibt's auch noch, trotzdem. Sieht das nicht schön aus hier? Ach Mensch, richtig wohnlich, ne? So, da kann man da ist, können wir einfach mal die Treppe, oder wir können mal hier hintergehen. Natürlich nicht, die Klappe können wir auch nicht öffnen, warum auch. Treppe auch nicht, okay. Gut. Dann wollen wir uns mal den Quest. Das heißt, wahrscheinlich werden wir jetzt ein bisschen kämpfen gegen riesige Mutantenhäschen. Und Beute für Hurlem. Die Bewohner von Hurlem haben großen Hunger. Hilf ihnen, indem du mindestens 3 große Tiere. Achso, sind doch große Tiere. Bring dem Mann mindestens 3 Fleisch vom Bild. Gibt aber Erfahrungspunkte, nehme ich gern mit. Ja, wunderschön und so belebt, genau, oder? Das ist toll, ne? Also. Wer möchte hier nicht wohnen, ne? Es ist auch ein richtiges Feriendorf, ne? Gut. Da ist ein Turm. Oh, ein Turm. Aha, mysteriös. Ein Turm am Strand. Ein sehr, sehr großer Turm offensichtlich. Gut, Türme sind dafür bekannt, dass sie meistens in die Höhe lagen. Hm, verschlossen. Die Häuser sind alle so hell und luftig. Ja, das stimmt. Also im Winter macht das bestimmt Spaß, ne? Da zu wohnen. Dann ist es so richtig schöne Kuscheltemperatur. Okay. Sagen die Statuen irgendwas aus? Nein. Interessant. Hier wird wahrscheinlich Hannes irgendwann hinziehen, wenn er sich an Markus rächen möchte, ne? Klar, härtet ab. So. Oh, ich hab da... ein Wildschwein. Battle! Boah, meine Güte! Das ist natürlich so im Größenvergleich, meine Güte, ich würde wegrennen, also. Ja gut, wir können ja nur angreifen, ne? Kämpf da. Angriff! Ja. Oh ja, uiuiui. Das ist. Gegenstelle. Habe ich überhaupt was? Heilkraut habe ich im Notfall. Einfach drauf, da wird schon. Genau. Zeige ich selbst zeigen, das war cool, ne? Also. Nicht schlecht. Man kann zumindest erkennen, dass es ein Wildschwein ist, ne? Ich bin ja gleich tot, was ist hier los? Oh, ich bin tot. Alles wurde besiegt. Ich dachte, ich kann den Heiltrank jetzt schon nehmen. Ja gut, ne? Das war's, also. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ne, ich war kein, nur Spaß. Ja, das ist natürlich blöd. Ausrüstung habe ich nicht irgendwie. Kurzbogen habe ich. Okay. Ungünstig, ne? Das heißt, das kann ich ja wahrscheinlich so gar nicht machen. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas oder. Oh. Kröte. Sieht auch sehr erschrocken aus, dass er mich hier sieht. Oh, okay. Erfahrungspunkte! Und eine Krötenwarze. Die Kröte, ja, steigt zum Himmel auf.
Also ich dachte, wir haben einen Zufallsencounter. Jetzt habe ich erstmal gesehen, dass ihr da auch so eine kleine Kröte dahin gestellt habt, ja? Ja, sehr schön so, ne? Ich bin stolz auf dich. Die Kröten hast du, die Warzen hast du auch gut getroffen, ne? Man kann erkennen, dass es wirklich eine Warzenkröte ist. Windschwein. Oh Gott, zwei jetzt, oh Gott. Aber die dürfen nicht gehen, oder? Oh nein! Sie knabbern mir am Fuß rum oder was auch immer die machen. Na, Hannes, hallo! Was ist mit dir los? Jetzt komm mal hier, also. Ich wollte schon sagen, es sind Kröten. Du hast doch ein paar Kröten, da kannst du nur von dem Fuß drauf treten, dann war's das. Und dafür verschwenden wir unsere Pfeile für ein paar Kröten, also. Ich sag. Yay, gewonnen! Halt Erfahrungspunkte. Ich speichere mal noch, weil ich bin mir irgendwie jetzt nicht so sicher, was noch auf uns zukommt. Hannes ist halt ein in Anführungsstrichen guter Jäger. Genauso. Das sieht man, ne? Tja. Er hat halt nicht das Training von Markus genießen können, ne? Mit den Killerkaninchen. Ja, Pfeile habe ich endlos. Das ist gut. Ist also nicht so wie bei Diablo. Da musste man sich noch hier Köcher anlegen, damit man überhaupt erstmal ordentlich schießen konnte. Ja, sehr waldig hier, ne? Also. Aber schön friedlich. Da ist noch eine Kröte. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier. Ein bisschen grinden. Ich hoffe, ich sterbe natürlich nicht. Werden auch immer stärker, die Kröten, ne? Ja, okay. Gut zu wissen. Mal sehen, vielleicht finde ich ja was. Ah, Hannes, ey. Also, das ist traurig, ne? Hannes am Ende so auf seinem Grabstein steht, besiegt von Kröten. Das ist... Ganz ehrlich, wie kannst du dich Jäger nennen? Ja, bis später. Bis später, Nomi. Nomi ist Nomi. So, Krötenwarze. Ich glaube, ich habe jetzt genug Krötenwarzen, aber... Irgendwie will ich das alles mitnehmen. Ich weiß auch nicht, warum, aber... Jetzt mal, wahrscheinlich wäre es ganz gut, jetzt mal irgendwie ein Ausrüstungsgegenstand. Ja, Brot ist zu viel nochmal. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Dafür habe ich es im Inventar wahrscheinlich. So, Druff da. Ja, ist auch bestimmt sehr komisch, wenn da so ein Mann ankommt, ne? So einen ganzen Beutel nur mit Krötenwarzen hat. Ich meine, warum nicht? Jeder hat einen anderen Fetisch, ne? Oh, da oben sehe ich schon ja einen stärkeren Gegner, die Schlange. Hier ist auch eine. Ui, die hast du auch nicht gezeichnet, oder? Die war wahrscheinlich schon im Repertoire vom RPG-Maker drin. Ist zum Glück nur eine. Richtig, sie ist ja, ich. Schlangenhaut! Schön, ich habe Schlangenhaut. Kann ich mir so als Schal umlegen oder so, sieht bestimmt schön aus. Bei der Schlange wurde nur die Farbe geändert. Ah, das konntest du, glaube ich, in den alten RPG-Maker auch schon machen. Da irgendwie die Farbe ändern konntest von den einzelnen Gegnern. Ist ja auch typisch für RPGs, ne? Dass irgendwie die Farben sich dann auch ändern und dann irgendwie gleicher Gegnertyp, aber trotzdem stärker. Je nachdem, welche Farbe die Figur hat. Giftzahn. Ich werde jetzt nochmal gucken, ich habe schon wieder vergessen. Demenz hier. Einmal das. Drei sonderbare Dinge. 7 Krötenwarzen, 2 Giftzähne, 3 Fledermausflügel. Ah ja, das wird wahrscheinlich bei Wichtiges sein. Ne, ist es nicht. Giftzähne, Krötenwarzen, müssen wir noch ein paar Kröten schlachten. Ah, da können wir nach oben gehen. Ganz schön groß hier, Mensch, meine Güte. Ich bleib erstmal hier unten. Ich gehe gleich die Treppe hoch, aber erstmal umschauen, was mich hier noch so erwartet oder. Ich glaube, ich muss die Treppe hoch, ne? Machen wir das mal. Auch so ein bisschen ominöse Musik. Hannes wird überleben, hoffentlich. Das wäre sehr schön. Und den Baum schütteln. Aber du bist gut dabei, die Giftzähne hast du schon mal, ne? Immerhin, ne? Immerhin. Ja, das sieht hier hinten irgendwie so aus, als ob hier irgendwas versteckt wäre, aber irgendwie. Gut, dann müssen wir schon mal links runter. Das ist genau das Richtige für mich mit meinem.
bei einer labyrinthischen Belastungsstörung. Aber ich werde noch eine Schlange erlegen. Das hat Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt, wenn ich es überlebe, wohlgemerkt. Wow, das war ein kritischer Treffer. Ja, nett. Oh, wie denn ich finde, speichern, das ist so mein Ding. Ich irgendwie mal 5000 Mal. Das Spiel ist übrigens so gedacht, dass man durch das Verkaufen von Beute oder eben durch Quests und Schätze an Geld kommt. Ja. Ja. Ah, was ist denn da? Hier. Da, sowas, hä? Und 400 Gold gleich. Ah, ja, das lohnt sich ja. Ja. Naja, die Sache ist, wenn man manchmal nicht weiß, wo es liegt, kann es sein, dass man da mal irgendwo vorbeiläuft. Aber ich habe immerhin schon eine gefunden. Das ist ja mal was, ne? Ich hoffe, ich komme irgendwie lebend wieder raus, also. Da, Kröte. Oh, Heilkraut, jetzt. Ja, nimm! So, ne, jetzt geht's wieder besser. So, die alten Kröten brauchen wir jetzt hier noch. Was sag ich, lieber irgendwie den Gesichtsausdruck von den Kröten. Die sah aus wie, hey, was machst denn du hier? Geh weg! Das ist unser Tümpel! Verpiss dich! Yay! So, keine Gegenstände gefunden. Ja, ich glaube, der Herr Himmel wird sich freuen über die ganzen Kröten, die da aufsteigen, ne? So viele Froschschenkel im Himmel. Sind halt noch, die Kröten sind schneller als Hannes. Ne? Das ändert sich natürlich, wenn Hannes stärker wird, klar. Das ist klar, ne? Ich meine, im besten Fall wird man ja stärker und die Werte steigen irgendwie. Jetzt habe ich nicht so beachtet. Krötenwarze. 4 Stück. Vorher 7. Das heißt, ich brauche noch ein paar. Ein paar müssen noch geschlachtet werden. Hier geht's wieder raus. Oh, ich guck mal in einen anderen Wald. Hier gibt's ja genug Wälder, glaube ich, ne? Geh mal, ich. Ja, ne, das ist keiner. Da oben ist eine Wüste, da will ich auch mal hingehen. Ich sollte kaum in die Wüste gelaufen sein, aber wer weiß. Vielleicht möchte sie dich ja in die Wüste schicken, verstehst du? Haha. Wer weiß. So, hier. Ah ne, das ist der gefährliche Wald mit den Wildschweinen. Ich versuch's mal. Ich bin Level 2, ich fühle mich stark und so. Wahrscheinlich verliere ich wieder, aber man kann es aber versuchen. Ne? Gute Idee, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, ne, ich hab's verkackt. Der macht das ja immer erst, nachdem er... Ah ne, jetzt macht das mal davor. Aha. Interessant. Ah, das ist zu stark, das Vieh. Das ist wirklich... Ne, ne, das wird nichts. So werden wir keine Freunde, Hannes. Das wird nichts hier. Oh, aber es trifft doch mal daneben. Immerhin, vielleicht schaffe ich es ja doch. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne, ist... Oh, was? Ich speichere. Ich habe es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht wie, aber es ist passiert. Ja, immerhin. Also irgendwie. Aber vielleicht wäre es auch besser, den Viechern erstmal aus dem Weg zu gehen. Ah, da hinten ist eine Kiste. Ja, ich sehe es. Da ist irgendwas. Ich habe es durch das Laub gesehen, dass sich da was versteckt hier. Heiltränke. Mehr für mich. Ist auch nett, dass man hier extra Sachen für mich versteckt. 2 Heilkraut erhalten 300 Gold. Na, Wahnsinn. Mal her damit. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Das kann ich gut gebrauchen. Ah. Und auch noch. Ey, sag mal, was ist denn hier los? Das ist ja Wahnsinn. 5 Heilkräuter erhalten. Ey. Ja, da müssen wir jetzt mittlerweile gar nicht mehr geizen, was so die Heilkräuter betrifft. Da können wir jetzt ordentlich die auch mal nutzen. Also vor dem nächsten Wildschwein werde ich mich natürlich erstmal ein bisschen mit Heilkräutern, die hoffentlich nicht giftig sind, voll pumpen. Okay, da ist das nächste. Wir speichern nochmal. Sicher ist sicher. Hauen uns ein Heilkraut rein. Vielleicht sind ja auch Kröten. Kann sein, dass er das nur in dem einen Wald gemacht hat, dass da Kröten sind. Wer weiß.
Aber egal, ist ja eh, sag ich mal, ein Quest. Ist ja jetzt vollkommen. Lupe. Ob ich das jetzt zuerst mache oder einfach mal hin und her laufe. Die sind immer noch ein bisschen zu stark. Ja, scheiße, ich überschätze mich, glaube ich, doch ein bisschen. Die Heilkräuter geben einfach zu wenig. Aber egal. Ich habe genug. Oh, ey, Wahnsinn! Sehr gut. Level 3 kommt auch bald hier. So, sehr schön. Ich habe eine Technik gelernt, ja. Ach. Durchschuss senkt Verteidigung des Gegners. Na gut, das ist natürlich wahrscheinlich die praktischere Variante, die Wildschweine zu erlegen. Ne? Oh, eine Höhle. Sehr gut, aber bevor ich da reingehe... Na, wisst ihr, ich gehe schon mal rein. Warum nicht? Wenn ich schon mal da ist. Sehr dunkel. Ich hoffe, ich muss meinen Monitor nicht heller stellen. War das gerade ein Wolf? Das ist nicht gut. Wölfe sind immer im Rudel unterwegs. Vielleicht sollte ich... Ja, geh mal raus. Ich speichere mal, weil ich will trotzdem mal sehen, ob ich das potenziell schaffen kann. Ich bleibe mal neugierig. Also, ne? Vielleicht ist es ja ein einsamer Wolf, kann ja auch sein, ne? Ich meine. Ah ne, warte, jetzt habe ich mich wieder verdrückt, meine Güte. Warten wir nochmal den Dialog ab, ja? Oder den Monolog. Grrr. Ich meine, da hinten ist scheinbar eine Kiste oder irgendwas, ich will das haben. Bleiben. Ach, schön, da werde ich begrüßt. Hallo! Ach, ist noch einer. Oder zwei, oder drei. Verdammt! Okay, das ist nicht so schön. Die Musik sagt jetzt gerade irgendwie, du bist im Arsch. Ich nehme jetzt das Brot, ist mir egal. Okay, ist in Ordnung, ich hab's verstanden. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab es kapiert. War sowas wert, also. So, da haben wir einen Wildschwein, komm. Gucken wir uns mal auf die Viecher hier. So, Technik, Durchschuss, komm. 31. Jetzt müssen wir einfach mit einem Schuss das eine heben können. Oder zwei Schüssen. Na komm, stopp. Gut. Gut. Und Level 3 noch nicht. So, aber wir haben 3 Wild. Das heißt, wir können schon mal unsere Erfahrungspunkte abholen. Bei dem alten Mann, Frosch gibt es ja scheinbar nicht. Da unten ist noch ein Wildschwein. Nehme ich mit. Wildschweine nehme ich immer mit. Oh, kann man ja trotzdem machen. Die freuen sich ja bestimmt auch über mehr fressen. Haben sie ja, aber er sagt der alte Mann da. So, schön durchschießen hier. Das nutze ich jetzt einfach immer bei denen, weil. Mal sehen, wie lange ich durchhalte mit den Ressourcen, die ich momentan habe, oder mit den Heiltränken. Langsam wird aus Hannes auch ein Jäger, ja? Hast du gut erkannt. Ich glaube schon, ja? Ich meine, ja, macht sich ganz gut, ne? Level up. Wild. Ich meine, immerhin hat er jetzt mittlerweile, ja, kann auch Wildschweine erlegen. Ich habe jetzt mal geguckt, ob es noch irgendwie was Neues gab oder so. Nee. Guti. Ja, er soll ja auch seinen Namen irgendwie mal alle Ehre machen, ne? Also, kann er nicht ewig irgendwie nur auf Kröten herumtreten, sondern muss auch mal ein bisschen mehr zeigen, so. Oh Gott, ist das labyrinthisch hier, meine Güte. Oh Gott, ist das... Aber das eine Wildschwein will ich noch haben, ich weiß nicht, wo es lang geht, aber... Da, Kiste, ah, die hatte ich schon. Ne, die hatte ich doch schon, oder? Hatte ich die schon? Ach, na ja, weißt du, die Sache ist, Labyrinthe sind echt nicht so mein Ding. Das ist schon wieder viel zu verworren für mich, also. Aber gut, ergibt Sinn, dass auch mal ein Wald nicht gerade total linear ist, ne? Sondern, dass da vielleicht auch mal man sich ein bisschen verirren kann. Das ist ja auch Sinn der Sache. Aber wie lange hat das gedauert, solche das Wildschwein zu zeichnen? Tomb Raider lässt grüßen, bitte nicht. Bitte nicht. So schlimm ist es zum Glück noch nicht, also. Das ist. Ich habe noch keine. Christian-Flashbacks oder so. So, jetzt halte durch, Hannes, komm. Gut. Ich habe darauf gehofft, dass du es überlebst. Wild.